Das war total überraschend für mich. Ich hatte mich halt beworben, um einen Startplatz zu kriegen und hatte das schon abgeschrieben. Und dann hat mich meine Kollegin angerufen und sagte, ich habe dir meine Mail weitergeleitet von Canyon. Und Überraschung, ich habe den ersten Platz gewonnen und darf in Berlin starten, zusammen mit Erik Zabel. Ja, wir sind nach dem Frühstück vom Hotel unsere Startnummern abholen gegangen. Und dann sind wir schon mal die Keypoints der Strecke abgefahren. Da hat Erik so ein bisschen die schwierigen Kurven gezeigt und auch ein paar Highlights von Berlin erklärt. Hat irre Spaß gemacht, wir hatten tolles Wetter und wir haben uns schlussendlich auch gut warm gefahren für morgen, sodass da alles gut geht. Ja, da haben wir es geschafft, ne? Super. Super war es mit Conny. Wir sind ganz, ganz vorne gestartet, schon aus der ersten Reihe. Und wir wollten ja ungefähr einen 33er Schnitt fahren, sind dann die 66 Kilometer irgendwo bei 1,51 im Ziel gewesen. Wir hatten Bombenwetter, irres Glück nach dem Regen, hat total Spaß gemacht. Erik hat mir Windschatten gegeben, 60 Kilometer, ich bin gecruised. Toll, so viel von Berlin habe ich noch nie bei einem Radrennen gesehen und auch sonst nicht. Also riesig. Gerne wieder. Das mit dem Gruppefahren wusste ich gestern noch nicht so, aber das hat sich ja dann ganz gut ergeben. War ziemlich entspannt. Insofern war meine Angst zum Glück unbegründet. Erstmal nach Hause kommen und entspannen und dann ein paar schöne Touren rund um Stuttgart, die Weinberge rauf und runter. Ich habe noch keine neue Anmeldung. Ich muss mal gucken, was die Saison noch bietet.